Schlüssel. Ich wollte da gar nicht raus. Schlüssel rennt da hinten rum. Jetzt rennt er wieder weg. Warum nur einen? Ach, weil ich die Fäuste ausgewählt habe und deswegen. Komm, du stirbst jetzt. Endlich. Okay, aus dem Kampf fliehen ist ein gutes Argument. Lassen Sie mich mal ganz kurz allein, ich muss regenerieren. Ach, der lässt mich nicht. Ist okay, ich hab's ja schon verstanden. Du willst mich nicht entkommen lassen. Weiß gar nicht warum. Ach, das kann ich nicht so, dann ich nicht. Weg habe ich mir gedacht. Okay, der kam von der Seite, den konnte ich nicht parieren. Irgendwie, keine Ahnung. Nicht rechtzeitig, leider. Gut, kann man nicht alles machen. So, ich wollte eigentlich trotzdem den Lagerausschlüssel quasi einsammeln und einsacken. Aber eigentlich wollte ich beide Wachen gerade am Anfang umnieten, aber mit den Fäusten kannst du nur einen umnieten und ich habe übersehen, dass ich die Fäuste markiert habe. So, 2 von 18 Truhen. Was haben wir hier? Ach, das ist die Schnellreise. Was ist das? Ein Aussichtspunkt? Aber den haben wir doch schon. Oder so. Den vermisst jetzt erstmal jemand. Ich könnte natürlich auch einfach mal ein paar Berserkerfeilchen oder so durch die Gegend jagen. Ja, das passt. Mach ein bisschen Unruhe. Und gleich fällst du um. Jetzt. Hätte ich doch noch mal Berserkerpfeile reinwerfen sollen. So, ich gehe mal ein paar Schritte zur Seite, dann
kommen zwar die beiden hinterher, die drei da hinterher, aber da sind sie alle wieder. Komm, lass mich da weg. Ihr dürft nämlich gerne selber eure eigenen Leute umliegen. Autsch, 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 autsch. Ach, da sind immer noch zwei von denen dabei. Da will ich nicht bleiben. Habe nicht so das Gefühl, dass das hier oben gut ist. Da unten kannst du Dinge hinwerfen, das ist mir so egal. Jo, das war gut. So, du bist tot. Jetzt nur noch du. Also wie gesagt, eigentlich wollte ich das Ganze ein bisschen einfacher machen. Nicht ganz so. Nicht ganz so. So. Die sind ein bisschen spät gespawnt, würde ich behaupten. So, wo ist jetzt der Typ mit dem Schlüssel? Oder habe ich den stumm genietet? Oder ist der Typ einfach weggerannt und jetzt kann ich nicht mehr ins Lagerhaus rein? Oder habe ich das Lagerhaus zufälligerweise in die Luft gejagt mit der Aktion? Das könnte natürlich auch sein. Was ist das? Das ist doch das Lagerhaus. Hä? Ist der Typ mit dem Schlüssel einfach verschwunden? Dann kann ich hier ewig Dinge tun. Komm, da hoch. Ja, ich glaube, der Typ mit dem Schlüssel ist weg. Die spawnt. Dann halt das Geheimnis dort hinten. Okay. So. Genau das wollte ich. Den Typen mitnehmen. Sicher. So, da haben wir noch ein Schatztüchchen.
Da war ein Assassinenauftrag, den machen wir später. Die führen einen in der Regel sonst wohin. Windmühlen. Ja, Windmühlen waren auch schon vorher bekannt. Ich wollte gerade sagen, ich bin mir nicht sicher, ob das so sein sollte. Nein, was? Wie ist das passiert? Warum? Normalerweise nimmt er immer einen Safe Path und in dem Fall. Oh ja, ich springe mal daneben. Warum? Na gut, wir wissen jetzt zumindest, wo wir da hoch können. So. Dieses kleine, untertriebene Tor. Ja, komm. Schon mal ein Schnellreiseziel, das ist auch sehr nett. Da drücken wir aber nochmal Chanty. Da ist auch nochmal ein Aufsichtspunkt. Den versuchen wir jetzt mal zu erreichen. Auch wenn er im Sperrgebiet liegt. Steht natürlich einer drauf. Der sich jetzt nicht mehr für uns interessiert. Zu weit weg. Komm, geh wieder zur anderen Seite und guck da. Weiß, dass du es willst. Komm, 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 komm. Na, schade. Müssen wir hier wohl am Gebüsch vorbei. Kommen wir da überhaupt rein? Ja, doch über den. Über das Stämmchen hier. Hallo? Natürlich kommen wir hier rein. Oder auch nicht. Spiel sagt nein. Okay, das heißt, wir dürfen hier doch gar nicht ran, das ist klar. So, dann lassen wir auch die Crew da unten mal rumliegen. Wäre der Chanty der nächste? Aber da gehen wir erstmal so raus, wie wir reingekommen sind.
Ich spare mir die Pfeile. Der dreht sich jetzt gleich hier um. Und unverdächtig. Oder kann ich noch einen Trupp Piraten befreien? Nutzt ihr die Gelegenheit nicht, euch vor dem Magistrat zu verteidigen? Auf deine verfluchten Befehle! Danke. Kenway, richtig? Ich bin auf eurer Seite. Und er ist zwei. Ja, ich habe ihn gerade dick genannt. Nur so zur Info. Na komm, nimm die Treppe. Nimm die Treppe. Dann machen wir das doch. Ich glaube, der direkte Weg. Zumindest halt zeitweise. Bis hierhin. Naja. Wenn wir jetzt hier ums Eck gehen, können wir dann hier vielleicht ein Stück weiter. Fenstern ist einfach nicht gut klettern. Was ist denn hier? Da haben wir ein kleines Kreuzlein. An dem Fenster kann man hochklettern. Finde ich super. Komm hoch. Lustig, jetzt dreht sich diese Windmühle nicht mehr. Sehr lustig. So. Dann wieder runter. Wird nicht ganz runter gedurft. Mal sehen, kommen wir in dem kaputten Fenster da vielleicht hoch. Tut vielleicht weh, aber es geht.